Ja, herzlich willkommen in einem weiteren Programm bei DAI Home, heute in einer Kooperation mit Psychologie Heute, ein Online-Live-Special, Psychologie Heute Live-Special mit zwei wunderbaren Damen, die heute Abend ins Gespräch gehen. Chefredakteurin der Zeitschrift Dorothea Siegle im Gespräch mit Professorin Tatjana Schnell. Sie ist aus Innsbruck zugeschaltet und es ist wie immer so, dass Sie uns mit Fragen löchern dürfen und auch im Chat natürlich sich beteiligen dürfen. Fragen direkt, wenn Sie kein Google-Konto haben, an info@dai-heidelberg.de. Lassen Sie uns ein Abonnement im Kanal da und aktivieren Sie die kleine Glocke, dann überlassen Sie es nicht dem Zufall, wenn Sie eine Benachrichtigung haben wollen, wenn wir wieder spannende Programme ins Netz stellen. Heute Abend live im Livestream für Sie, die beiden Damen. Ich übergebe das Wort an Dorothea Siegle. Viel Freude. Willkommen auch von meiner Seite aus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im Livestream des Deutsch-Amerikanischen Instituts Heidelberg und von Psychologie Heute. Schön, dass Sie alle da sind. Ich bin nämlich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. Dieses Zitat von Ödön von Horvath werden viele von Ihnen schon mal gehört haben. Viele von uns leben in großer Freiheit mit vielen Wahlmöglichkeiten und haben doch das Gefühl, dass ihr Leben nicht erfüllt ist. Sie leiden unter dem Gefühl, von inneren und äußeren Anforderungen getrieben zu sein, statt das zu tun, was ihrem Wesen und ihren Wünschen entspricht. Warum mache ich nicht, was ich will? Das ist heute unser Thema. Wir werden sprechen über das Streben nach Glück, Sinn und Selbstbestimmung. Was ist sinnstiftend in meinem Leben? Wie viel Selbstbestimmung brauche ich? Wie viel Autonomie? Und wo beginnt die Grenze zur Einsamkeit? Wie viel Chancen bietet die Corona-Krise, uns unser Leben zu verändern? Über all das möchte ich heute Abend sprechen mit Professor Dr. Tatjana Schnell. Sie ist Professorin an der MF Specialized University in Oslo in Norwegen und am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck. Der Schwerpunkt ihrer psychologischen Forschung liegt in dem Themengebiet Lebenssinn. Darüber hat sie ein Fachbuch geschrieben, erstmals 2015 erschienen, Psychologie des Lebenssinns. Ich zeige es mal und inzwischen in zweiter Auflage erschienen. Herzlich willkommen nach Innsbruck, Tatjana Schnell. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Schön, dass Sie da sind. Wir beide werden uns unterhalten, ungefähr 45, 50 Minuten. Danach würden wir Ihre Fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit reinnehmen. Und über die sprechen, so ungefähr ab 10 vor 9. Herr Alisch hat es schon gesagt, schreiben Sie die gerne entweder in den Chat oder senden Sie die per E-Mail an info@dai-heidelberg.de. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Frau Schnell, wenn wir über ein selbstbestimmtes Leben sprechen, über ein Leben, was einen erfüllt und was sinnstiftend für einen ist, dann müssen wir zuerst mal darüber reden, was eigentlich ein sinnerfülltes Leben sein kann. Wie definieren Sie Sinn? Ja, diese Frage ist ganz wichtig am Anfang. Wir haben ziemlich verworrene, teilweise auch überzogene Ideen davon, was das bedeutet, ein sinnvolles Leben zu haben. Ganz allgemein kann man sagen, wenn wir diesen Sinnbegriff verwenden, dann meint er, dass wir mehr sehen als das, was unmittelbar vor Augen ist. Bei Sinn ist immer so etwas wie ein Bedeutungsüberschuss involviert. Es geht nicht nur um das, was direkt da ist, sondern ich sehe etwas, das dahinter steht oder worauf es verweist, was es bedeutet. Es gibt dahinter ein Warum, eine andere Ebene noch. Und wenn wir das jetzt auf unser Leben beziehen, dann kann das bedeuten, ein sinnvolles Leben ist eins, das nicht entfremdet ist, das nicht einfach nur Routine ist, das nicht Leben im Sinne von Zwang oder Notwendigkeit ist, sondern dass Menschen sagen, das, was ich tue, das ist mir wichtig, da stehe ich hinter, weil es für mich noch etwas mehr ist als reines Existieren. Aber da sind wir immer noch auf einer recht abstrakten Ebene. Deswegen, und auch eben, um das Ganze empirisch erforschbar zu machen, haben wir dieses Sinnkonstrukt heruntergebrochen. Und in der internationalen Forschung gibt es 4 Merkmale, wo wir uns relativ einig sind, dass sie dazu zählen, dass sie sowas wie die Säulen dessen sind, wenn Menschen sagen, mein Leben ist sinnvoll. Und diese 4 kann ich zu Beginn vielleicht schon mal vorstellen, weil sie uns vielleicht auch begleiten werden im Laufe der nächsten Minuten. Das eine ist, dass ich
mein Leben, mein Handeln als bedeutsam wahrnehme. Und das bedeutet nicht unbedingt, ich bin, wer weiß, wie bedeutsam, sondern es bedeutet, es zählt etwas, ob ich handle oder nicht. Es ist nicht egal, sondern wenn ich was tue, dann hat das Konsequenzen. Es bedeutet etwas. Das andere ist die Kohärenz. Das bedeutet, in meinem Leben sind meine Annahmen über das Leben und das, was ich erfahre, sind meine Werte und das, was ich tatsächlich tue, kohärent und stimmig. Ich verwickle mich nicht in Widersprüche. Das dritte ist die Orientierung. Das heißt, ich habe einen Weg im Leben. Ich weiß, wohin ich gehen will ungefähr. Ich habe eine Richtung. Und das reicht schon. Das muss gar nicht unbedingt ausbuchstabiert sein. Das kann wie ein Kompass sein, das mir vor allem hilft, in Entscheidungssituationen zu sagen, das will ich jetzt nicht, aber da gehe ich hin. Und das vierte ist die Zugehörigkeit und die Zugehörigkeit im existenziellen Sinne. Die definieren wir als, ich habe einen Platz auf dieser Welt. Ich kann irgendwo andocken, kann mich identifizieren. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich stark sozial eingebunden bin, sondern dass ich mich irgendwo auf dieser Welt zugehörig fühle. Und da merkt man schon, da gibt es viele Möglichkeiten, das auch auszudeuten, wie dieser Sinn aussehen kann. Interessant daran ist ja, dass man sagen muss, es ruht auf anderen Säulen, als man zunächst denkt, wenn man sinnerfülltes Leben denkt. Man denkt dann doch daran, dass man die Welt rettet, das Klima rettet, sich ehrenamtlich engagiert. Also sozusagen, das ist die Assoziation, die viele Menschen sicherlich damit haben. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass eben diese Ansprüche stark gewachsen sind oder diese Idee, was das bedeuten kann, ein sinnvolles Leben. Und was dahinter steht, scheint zu sein, dass immer mehr Menschen versuchen, diesen Sinnbegriff objektiv zu fassen. Was bedeutet es, ein sinnvolles Leben? Was bedeutet es, wenn jemand anders mein Leben als sinnvoll wahrnimmt? Dann muss das ja wohl etwas sein, dass ich was liefere. Wann ist mein Leben sinnvoll für diese Welt? Und wenn ich in dieser Richtung denke, dann passiert das schnell, dass wir Sinn mit Nützlichkeit verwechseln. Und der Sinn, den wir erleben, der findet häufig ganz im Verborgenen statt, auch im Kleinen. Und es ist zentral, dass wir eben diese Gleichsetzung von Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit und Effizienz nicht durchführen, weil das eben zu einer letztendlich Instrumentalisierung des Sinnerlebens führt. Trotzdem muss ich aber noch dazu sagen, wir haben ja unterschiedlichste Sinnquellen untersucht und da sieht man, dass wenn ich in meinem Leben diese Haltung habe und dieses Engagement dafür, auch was für andere zu tun, dann ist das tatsächlich der stärkste Sinnstifter. Dazu muss ich nicht die Welt retten. Aber wenn ich meiner Nachbarin ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, dann ist das für mich häufig sinnvoller, sinnstiftender, als wenn ich es schaffe, mir immer wieder selbst was Gutes zu tun. Wo ist der Unterschied für Sie zwischen Sinn und Glück? Ja, der ist ganz schön groß, obwohl das häufig auch gleichgesetzt wird. Also die meisten Menschen gehen davon aus, wenn ich ein sinnvolles Leben habe, dann muss ich ja auch glücklich sein. Man kann hier zuerst mal konzeptionell unterscheiden. Das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel schaut, wie Psychologie Glück definiert, dann sind das vor allem erstmal kurzfristige Emotionen, Gefühle, die primär vor allem positiv sind, also positive Gefühle bei gleichzeitig wenigen negativen Erfahrungen. Und letztendlich geht es dabei nicht darum, wie es entsteht, sondern dass ich dieses Gefühl habe. Das heißt Glück. Glück ist etwas, was ich spüre. Zumindest wenn wir es psychologisch definieren. Manche haben viel weitere Begrifflichkeiten. Wenn wir aber dieses Gefühlsglück jetzt vergleichen mit dem Sinn, dann sehen wir, es ist ganz was anderes. Sinn ist kein Gefühl. Wir wachen zum Beispiel nicht morgens auf und denken, ach, wie sinnerfüllt bin ich heute. Das ist nichts, was ich spüre, was sich mir so aufdrängt wie ein Gefühl. Ein Gefühl ist ja auch dadurch definiert, dass es ein physiologisches Korrelat hat, dass wir es in der Mimik sehen. Aber es gibt keine Sinnmimik.
Und es gibt auch kein physiologisches Korrelat des Sinns. Sinn hat damit zu tun, dass wir, wenn wir darüber reflektieren, tatsächlich den Kopf einschalten, eine Metaperspektive einnehmen und überlegen, was ist für mich sinnvoll? Und das bedeutet, was ist für mich richtig und wichtig? Und das sind häufig Dinge, die nicht unbedingt die angenehmsten sind, die mich auch nicht sofort jetzt unmittelbar glücklich machen, weil sie vielleicht sogar gefährlich sind oder herausfordernd. Und deshalb ist es gefährlich, die beiden, wichtig, die beiden Konzepte zu trennen. Können Sie ein Beispiel geben, Frau Schnell? Was ist gefährlich und herausfordernd, aber sinnstiftend? Zum Beispiel, wenn ich es wichtig finde, in einer Gesellschaft zu leben, die demokratische Strukturen hat und dann zum Beispiel in einem Land bin, denken wir zum Beispiel an Myanmar, wo zurzeit ganz brutal die wachsenden Strukturen in Richtung Demokratie zerstört werden. Wenn ich dann sage, für mich ist das aber ganz zentral, ein zentraler Wert, die Demokratie, das gehört für mich auch zu meinem Sinnverständnis, dass wir hier gleichberechtigt leben und dann auf die Straße gehe, dann ist das gefährlich dort und macht mich nicht glücklich. Aber wenn ich es nicht tue, habe ich wahrscheinlich mit mir selbst eher ein Problem und mein Gewissen. Und ich würde sagen, dass ich auf die Straße gehe, ist eindeutig sinnvoll. Aber glücklich macht mich das momentan nicht. Zurzeit in der Corona-Pandemie fühlten sich und fühlen sich noch viele Menschen ja fremdbestimmt oder zumindest eingeschränkt in ihrem Leben. Wie wichtig ist das Gefühl von Autonomie, von Selbstbestimmung für das Gefühl, ein sinnerfülltes Leben zu führen? Wir wissen aus mehreren Studien, dass Autonomie und Sinnerfüllung eng miteinander zusammenhängen, zumindest in westlichen Ländern. Wir haben auch das Problem, dass sehr viel Forschung vor allem in den USA und in Europa stattfindet und wir noch relativ wenig darüber wissen, wie das in anderen Kulturen aussieht. Aber wir sehen diesen engen Zusammenhang. Dann können wir uns aber auch überlegen, ob der nicht zu einem starken Ausmaß eben kulturell dadurch zustande kommt, dass wir so sozialisiert werden, dass wir lernen, dass es für uns wichtig ist, schon von Kindheit an rauszufinden, was wir wollen und selbstbestimmt zu leben. Das gehört zu unserem Verständnis und deshalb hängt es wahrscheinlich auch so eng zusammen mit der Sinnerfahrung. Hat sich das verändert über die letzten Jahrzehnte? Ist es stärker geworden? Ist es schwerer? Ist es Ist es schwer? stärker geworden? Stärker das Autonomiebedürfnis. Ja. Also dazu bräuchten wir Längsschnittstudien. Dazu, ich glaube, also ich kann mich an keine erinnern, eine solche Längsschnittstudie, ob es so ist. Was wir aber sehen können, ist, dass wir sicherlich eine stärkere Idee haben, dass wir so autonom sind, weil wir ja so viele Möglichkeiten haben, wie wir unser Leben leben können. Es gibt also ein starkes Freiheitsgefühl einerseits, was durch viele andere Faktoren dann natürlich eingeschränkt wird, aber die Idee, jede und jeder kann sein ihr Leben leben, wie sie möchte. Also das ist ein starker Autonomie Gedanke, der dahinter steckt. Und von daher können wir davon ausgehen, dass zumindest die Vorstellung, dass wir autonom sind, in den letzten Jahren stärker geworden ist, ja. Ja. Wovon hängt es ab, wie wichtig es einem Menschen ist, autonom zu sein? Also zuerst mal sehen wir, es gibt Persönlichkeitsunterschiede. Und zwar solche, die auch heritabel sind und die das Bedürfnis, unabhängig autonom zu handeln, im Gegensatz zu eher Autoritäten zu folgen, ist ähnlich vererbbar wie die Big Five, Persönlichkeitsvariablen zum Beispiel. Das ist schon eine relativ starke Stabilität, aber wir wissen auch bei der Big Five Persönlichkeit, dass sich hier im Laufe des Lebens einiges verändern kann. Aber es ist eine Vorprägung, die wir haben. Also einerseits genetisch, andererseits hängt es natürlich ebenso viel damit zusammen, wie wir aufwachsen. Was muten meine Eltern mir zu? Wie viel Gestaltungsspielraum und Widerspruchsspielraum
erlauben Sie mir und geben mir so die Möglichkeit, eben diese Autonomie überhaupt auch erst zu erlernen. Also Sozialisation ist ganz wichtig und neben dem Elternhaus dann natürlich auch Bildung und Schule. Und da sehen wir schon auch in den letzten Jahren, dass sich die Schule und teilweise auch die Universitäten so entwickelt haben, dass sie eher dazu sich beauftragt sehen, möglichst viel Wissen zu vermitteln, Informationen weiterzugeben, sodass die genutzt werden kann, um möglichst schnell und möglichst bald ins Berufsleben zu starten, sodass eher diese allgemeine Idee der Persönlichkeitsbildung zum Beispiel viel weniger Raum bekommt. Was würden Sie sich unter so einer Persönlichkeitsbildung vorstellen? Also wir sehen zum Beispiel, dass viele junge Menschen nicht wissen, was sie wollen. Sie wissen, sie dürfen alles Mögliche machen, was sie wollen, theoretisch. Also die Welt steht ihnen offen. Das ist die Botschaft, die sie immer wieder hören. Zumindest war es so vor Corona. Und dann ist diese Frage, ja, was will ich eigentlich? Also woher weiß ich, was zu mir passt? Und dafür braucht es Zeit und Raum, um sich mit so etwas zu beschäftigen. Und es ist tatsächlich auch eine ganz schöne Herausforderung, an so etwas dranzukommen, an dieses Wissen über sich selbst, weil wir während des Aufwachsens während der Sozialisation unsere Weltanschauung bilden. Das ist etwas, was ganz implizit geschieht, durch das, was wir um uns herum mitbekommen. Und so entstehen grundlegende Annahmen über uns selbst und die Welt. Und wenn wir die überhaupt erstmal sehen wollen und eventuell auch weiterentwickeln wollen, dann muss man ziemlich gut graben, um sie überhaupt aufzudecken. Von daher, wie gesagt, es braucht Raum und Zeit und es braucht idealerweise auch eine gewisse Anleitung dafür. Menschen, die mir dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen, die mir vielleicht auch Fragen stellen, weil ich selbst, wenn ich das alleine für mich mache, vielleicht viel zu schnell aufgebe und gar nicht tiefer gehe. Also eine Übung dieser Selbstexploration wäre etwas, was ganz wichtig wäre. Welche Fragen würde ich mir in so einer Übung der Selbstexploration denn stellen? Ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Wir arbeiten zum Beispiel mit solchen Fragen wie, was ist für dich ein guter Mensch und warum? Oder was möchtest du, dass von dir später, wenn du mal nicht mehr bist, in Erinnerung bleibt? Und warum? Oder was gibt es in deinem Leben, was du regelmäßig zelebrierst? Und warum? Und diese Warum-Fragen, die sind besonders relevant, denn letztendlich sagt ein Kollege in der Sinnforschung, Dmitri Leontjev aus Moskau, der hat dazu eine Methode erfunden, die ziemlich genial ist, die sogenannte Leitertechnik. Und dabei geht es darum, eben von Antworten auf simple Fragen durch Leitern, also ständiges weiter nach unten gehen, bis man am Boden angelangt ist, durch Warum-Fragen, zum Grundlegenden zu kommen. Und er sagt, letztendlich kommt man mit jeder Frage dahin. Da kann man auch fragen, wie findest du das Wetter heute? Wenn man nur lang genug fragt, also was bedeutet das? Was steht denn eigentlich dahinter für dich? Dabei geht es eben zentral darum, nicht zu früh aufzuhören, sondern immer wieder zu fragen, also was meinst du eigentlich damit, was du gerade sagst? Was steht dahinter? Was bedeutet das für dich? Und so kann man eben nachgraben, bis man letztendlich häufig ziemlich überraschende Erkenntnisse darüber hat, was man eigentlich denkt und glaubt. Wäre das für Sie eine Aufgabe, die auch in der Schule verortet wäre, so eine, ich würde es jetzt mal Herzensbildung nennen im Vergleich zu der Wissensbildung? Definitiv. Ich denke auch, es ist nicht nur Herzensbildung, weil es auch mit Denken zu tun hat. Und Denken und Fühlen und Herz hängen sicherlich eng zusammen. Aber ich würde es nicht unbedingt trennen. Ich würde es nicht als eine irrationale Sache sehen, sondern es geht tatsächlich darum, wie es mal ein Mensch gesagt hat, der in unserer Forschung im Rahmen eines Interviews teilgenommen hat, wo wir diese Leitertechnik angewandt haben. Er hat gesagt, jetzt habe ich endlich mal bei mir im Kopf aufgeräumt.
Und dieses im Kopf aufräumen heißt auch, sich darüber klar zu werden, warum ich bestimmte Dinge eigentlich denke. Und häufig folgen die Gefühle ja dem, was wir denken, vor allem unseren Erwartungen, die wir haben. Und Erwartungen sind auch wieder Gedanken und Vorstellungen von der Welt und uns selbst. Von daher, ja, ist das eine ganzheitliche Arbeit, sagen wir mal. Bei was für einem Satz könnte ich da zum Beispiel am Ende landen? Wie meinen Sie? Und Sie sagen, es führt immer tiefer, die Leitertechnik. Bei was für einer Erkenntnis, was könnte so ein Satz sein, der am Ende von so einer Warum-Leiter steht, als Beispiel? Ja, also ist es nicht so, wie es jetzt vielleicht geklungen haben mag, dass wir am Ende eines solchen Prozesses plötzlich den Sinn des Lebens entdeckt haben oder eine Ach, Grundwahrheit? bedauerlich. Sondern es ist eher so, dass wir also wir haben das als Lebensbedeutungen bezeichnet. Das sind je nachdem, also normalerweise formen sich diese, beim Leitern formen sich diese Bedeutung noch aus, weil eine Sache, die mir wichtig ist, steht nie nur eine Sache zugrunde oder liegt nie nur eine Sache zugrunde. Wir haben unterschiedliche Motive, Dinge zu tun und zu glauben. Und was wir dabei vor allem sehen, ist, was für uns wirklich relevant ist. Also ein Beispiel, was ich immer wieder gern zitiere, weil ich es so aufschlussreich finde, ist, dass wir bei einer Frage eben gefragt haben, gibt es irgendwelche Feiern, die für Sie wichtig sind in Ihrem Leben? Denn wenn wir etwas feiern, dann heißt das ja auch, das hat für uns schon eine besondere Bedeutung. Und dann hat ein junger Mann geantwortet, ja, Familienfeiern. Und da haben die meisten Sinnforscherinnen in den letzten Jahrzehnten aufgehört und da haben wir viele Veröffentlichungen zu. Auf der ganzen Welt sagen Leute, Familie ist das Sinnvollste. Aber was bedeutet das eigentlich? Und hier fangen wir dann also an zu graben. Was sind denn für dich Familienfeiern? Wofür stehen die? Was bedeutet das? Und das kann ziemlich lang dauern und in mehreren Schritten gehen. Und bei diesem jungen Mann sind wir letztendlich oder ist er darauf gekommen, dass für ihn Familienfeiern bedeuten, dass sie sich gegenseitig, dass sie sich aneinander messen, dass sie immer im Wettkampf sind in der Familie und das macht total viel Spaß. Und das ist ja jetzt etwas, was sehr subjektiv ist, diese Bedeutung von Familienfeiern. Und das war ihm von vornherein auch nicht klar. Und wir hätten das nicht gewusst, wenn wir nicht nachgefragt hätten, sondern hätten vielleicht angenommen, ah ja, ein ganz traditioneller junger Mann, für den Familie so wichtig ist. Interessant. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Selbstbestimmung, Fremdbestimmung in Pandemiezeiten und Sinn. Ich habe Sie ja vorhin gefragt, so wie hängt genau, wie wichtig ist das selbstbestimmte Handeln dafür, dass ich das als sinnvoll empfinde. Die andere Frage wäre, wie wichtig ist es, dass ich mich noch als autonom also empfinde ich mich auch als autonom? Als Autonomer, wenn ich die Einschränkungen als sinnvoll empfinde. Könnten Sie zu dem Zusammenhang mal was sagen? Ja, also wir sehen ja zurzeit gerade, dass sehr viele Menschen, nein, eigentlich sind es gar nicht so viele, aber diejenigen, die es sind, die sind laut, die sagen, meine Freiheit wird unzulässig eingeschränkt. Ich möchte meine Autonomie behalten. Ich möchte mehr Autonomie. Und ein Punkt, der sicherlich damit hineinspielt, wenn wir das Ganze jetzt mit der Frage nach Sinnhaftigkeit in Verbindung bringen, ist etwas, was wir auch in einer unserer ersten Studien während der Pandemie zeigen konnten. Also wir haben angefangen, Daten zu erheben während des ersten Lockdowns in Deutschland und in Österreich. Und wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an diesen ersten Lockdown als etwas, das sicher schockierend war, aber irgendwie gar nicht so schlimm, sondern er hat viel Hoffnung gemacht. Wir waren der Meinung, wenn wir uns jetzt dran halten, dann schaffen wir das, dann packen wir das und dann war es das. Und das Verhalten von uns allen zählt jetzt. Und das war eine sehr klare Orientierung, die da war. Und das war kohärent. Die Maßnahmen waren kohärent. Es war klar, warum setzen die Regierungen diese Maßnahmen jetzt ein? Was ist das Ziel davon? Und das
ist etwas gewesen, was Menschen für sich nachvollziehen konnten. Wenn sie sagen, wenn sie das nachgedacht haben und gesagt haben, okay, die Möglichkeit, dass, wenn wir diese Maßnahmen jetzt nicht setzen, sehr viele Menschen, vor allem solche, die bestimmte Vorerkrankungen haben oder älter sind, frühzeitig sterben, dann sollten wir doch möglichst das tun, was dabei hilft, das zu verhindern. Und wenn ich diese Gedanken nachdenke, dann ist das für mich keine Autonomieeinschränkung mehr, wenn diese Maßnahme vorgeschrieben wird, sondern etwas, das ich auch machen würde, weil ich es richtig finde. Also das geht in den Bereich der Motivation, die intrinsisch oder extrinsisch sein kann. Und wenn ich mich selbstbestimmt fühle, dann habe ich das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle. Und das ist etwas, was ganz zentral für uns ist, auch in Krisenzeiten besonders. Das wussten wir schon aus der Forschung vor der Pandemie. Und in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, nur noch fremdbestimmt zu werden, dann ist das kritisch, dann ist das gefährlich, auch für die Motivation mitzumachen und für das eigene Erleben. Und das haben wir auch daran gesehen, dass dann im Verlauf der Pandemie die Sinnwerte ganz stark runtergegangen sind und die Sinnkrisen gestiegen sind, während gleichzeitig eben auch die Selbstkontrolle gesunken ist. Und es gibt zum Beispiel Analysen aus Norwegen, wo ich ja eben jetzt auch mit verbunden bin. Da wurde das ganz anders kommuniziert und damit umgegangen. Und da haben zwei Ökonomen das nachvollzogen, wie die Behörden und die Regierung kommuniziert haben, begründet haben, erklärt haben, welche Maßnahmen warum umgesetzt werden. Und die Gesellschaft konnte das nachvollziehen, fand das sinnvoll und hat sich ja mit Überzeugtheit daran gehalten, ohne das Gefühl zu haben, das wird mir jetzt aufgezwungen, weil ich es ja auch richtig finde. Von daher hängt dieser Zusammenhang zwischen Nachvollziehbarkeit, es sinnvoll finden und Autonomie erleben eng zusammen, ja. Interessant. Das heißt, je sinnvoller ich eine politische Entscheidung empfinde, als desto weniger ohnmächtig fühle ich mich, selbst wenn die Einschnitte groß sind. Genau, ich denke, das kann man so sagen. Das bedeutet aber auch eine ziemliche Aufgabe für Politikerinnen und Politiker, so zu kommunizieren, dass es tatsächlich nachvollziehbar ist und hinterfragbar und transparent. Sie haben es angesprochen, in den 1,5 Jahren jetzt Corona-Zeit, haben viele Menschen auch Sinnkrisen empfunden. Würden Sie sagen, Corona hat auch ein Zeitfenster für viele eröffnet, ihr Leben zu verändern? Es hat offensichtlich ein Riesenzeitfenster eröffnet, aber das bedeutet nicht automatisch, dass Menschen beginnen, ihr Leben zu verändern. Das ist ein bisschen paradox. Einerseits erleben wir das häufig, dass wir so sehr im Hamsterrad sind und nicht genügend Zeit haben, um wirklich das zu tun, was uns wichtig ist. Und jetzt auf einmal haben viele von uns ganz viel Zeit. Aber wie erlebe ich diese Zeit und diese Haltung, die ich zur Situation habe, die bestimmt viel darüber, ob ich das jetzt nutzen kann zu einer Veränderung oder nicht. Es gibt dazu eine schöne Studie von Kolleginnen aus Italien, die narrative Geschichten über die Pandemie analysiert haben. Und sie haben gesehen, dass vor allem jüngere Menschen sie durch sehr viel Ärger charakterisierbar sind, dass sie sagen, ich möchte vor allem zurück in mein Leben vorher, ich will mein Leben zurück. Das ist ja auch nachvollziehbar, wenn man so jung ist und mittendrin und starten will, alles erleben will und plötzlich ist zu. Und bei älteren Menschen haben sie festgestellt, dass da eher diese Haltung war, dass sie angefangen haben, Prioritäten zu hinterfragen und das Ganze als einen möglichen Turning Point, als einen Wendepunkt auch zu sehen. Das heißt also, es kommt darauf an, in welcher Situation wir sind, was wir schon erlebt haben. Und dann kommt noch hinzu, dass eine solche, also wenn Sie jetzt von Sinnkrisen sprechen, dass wir uns eine Sinnkrise nicht allzu gern freiwillig anziehen. Also eine Sinnkrise, wie wir aus der Forschung wissen, ist wirklich äußerst schmerzhaft. Eine Sinnkrise bedeutet, dass das, was vorher als Annahme mein Leben getragen hat, plötzlich zerbricht.
Das heißt also, der Boden unter meinen Füßen ist weg. Das, was ich geglaubt habe, das richtig ist. Und was Schlimmeres gibt es kaum im intellektuellen Sinne, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, was gilt und was nicht gilt. Und von daher geraten Menschen vor allem dann in Sinnkrisen, wenn wirklich das Leben ihnen was hinschmeißt, dass sie gar nicht mehr weitermachen können wie vorher. Und solange das eine Krise mich nicht wirklich persönlich betrifft, kann ich schon sie auch fern von mir halten und stattdessen meine Zeit anders verbringen. Ja, den Eindruck hatte man ja manchmal auch bei sich selber, wenn man sich vorgestellt hat, dass man den Keller aufgeräumt hat und den Rollrasen erneuert hat, dann war das ja nicht die sinnvollste Art, dieses Zeitfenster zu nutzen, was einem eröffnet wurde. Wir sind anscheinend gut darin, das zu vermeiden, diese Frage zu stellen. Ganz genau, ja. Dabei ist es, kann man gut sagen, eine sehr fruchtbare Sache, sich doch auf so etwas einzulassen, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber vielleicht muss es gar nicht immer so schmerzhaft sein. Man muss gar nicht unbedingt es so weit kommen zu lassen, dass man alles quasi neu bauen muss. Von daher ist es wichtig, sich immer wieder solchen Sinnfragen zu nähern, wie wir es heute ja auch tun, darüber nachzudenken und dann ganz, ganz konfrontativ sich selbst gegenüber oder sagen wir lieber schonungslos auch zu schauen. Also wie sieht das bei mir eigentlich aus? Was erwarte ich von mir und meinem Leben? Und ja, zu hinterfragen, sodass vielleicht auf eine eher langsamere Art sich unsere Weltanschauung eher einer realistischen nähert. Ja, also ohne dass die Basis dabei zerbricht, so wie ich sie verstanden habe, wie genau. Das im schlimmsten Fall in der Sinnkrise der Fall ist. Genau. Sie schreiben in Ihrem Buch, hätte man einen Bauern in Tirol vor 50 Jahren danach gefragt, ob er sein Leben als sinnvoll empfindet, wäre er vermutlich erstaunt gewesen. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Einerseits habe ich den Bauern als Beispiel gewählt, weil er oder die Bäuerin noch ganz anders in natürliche Zyklen und Kreisläufe eingebunden war, als wir es heute häufig sind. Das ist ein großer Unterschied. Wir leben Tag und Nacht. Wir müssen teilweise Nachtschichten schieben. Wir sind im Winter genauso produktiv wie im Sommer zwangsläufig. Und von daher sind wir aus diesen natürlichen Notwendigkeiten rausgenommen, die Sinnhaftigkeit so deutlich machen. Der Bauer, die Bäuerin sieht irgendwann, wenn sie rechtzeitig Dinge tun, dann ist da die Ernte. Aber wann und wo sehen wir bei uns die Ernte? Von der Schreibtisch- und Büroarbeit, von der Pflegearbeit, oder es ist schwer geworden, diese Ernte zu sehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Bauern oder dass Menschen eben vor Jahrzehnten noch längst nicht diese Vielfalt an Möglichkeiten hatten, nicht in dieser Multioptionsgesellschaft gelebt haben, die uns vor diese Herausforderung stellen, unseren Weg zu wählen, der uns ganz viel Verantwortung gibt. Aber wie sollen wir diese Entscheidung treffen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wenn wir nicht wissen, was passiert, wenn ich in die eine Richtung gehe und was ich alles verpasse, wenn ich das andere tue? Von daher sind für uns diese Sinnfragen heute viel virulenter als für Menschen, für die es selbstverständlich war, welchen Weg sie gehen, schon allein dadurch, wo sie geboren wurden, von wem und welchen Beruf auch die Eltern vielleicht hatten. Wobei auch das Gefühl von Fremdbestimmung dort wahrscheinlich nicht so stark war, weil das, was man um sich hatte, ja von einem gestaltbar war, der Bauernhof. Während heute man mit dem globalen Dasein ja sicher das Gefühl hat, dass einem viele Verfügungsmöglichkeiten entzogen sind. Ganz genau. Also man sieht viel unmittelbarer, was man tut und was es für Konsequenzen hat. Und heute eben, Sie sprechen es an mit der Globalisierung, wir können vieles tun, auch mit bestem Wunsch, und trotzdem sehen wir kaum die
die Konsequenzen dessen, was wir tun, weil vieles sehr, ja, sehr verzweigt ist und erst sehr viel längerfristig sich auch zeigen wird. Das zeigt auch unsere Schwierigkeit damit, uns in Richtung Klimawandel richtig zu verhalten. Ja, ich glaube, es wird ja auch dann immer stärker unterschieden zwischen der zyklischen Zeit, die Sie beschrieben haben beim Bauern, zwischen der Ernte und den Jahreszeiten und dem Tag- und Nachtrhythmus und der linearen Zeit, in der wir alle leben, die wir jetzt nicht von den Naturrhythmen bestimmt werden, sondern eben sagen, es sollte möglichst so gehen und möglichst schnell. Ganz genau. Ja, sehr unterschiedliches Zeitempfinden auch. Ja. Sie haben es erwähnt, der Bauer hatte nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Die sind heute groß, fängt beim Joghurt an und hört beim Wahl des Arbeitsortes inzwischen ja schon lange nicht mehr auf. Die Frage wäre, ein sinnerfülltes Leben, ein selbstbestimmtes, aber vor allem müsste das doch eigentlich optimal befeuern. Wir können sicherlich sagen, das ist eine klasse Sache, dass wir heute die Möglichkeit haben, zu entscheiden, wie wir leben wollen. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass sich nicht alle befähigt dazu fühlen, diese Wahl zu treffen. Und da sind wir wieder bei diesem Problem, dass wir häufig zu wenig darüber wissen, wer wir eigentlich sind und was wir richtig finden, auch in Bezug auf Werte. Und wenn wir dann eine unglaubliche Wahlmöglichkeit haben, was sind dann die Maßstäbe dafür, was wir letztendlich wählen? Es gibt sie nicht und Menschen entscheiden immer mehr nach ihrem Wohlgefühl. Und das führt dazu, dass wir letztendlich zu einer Gesellschaft werden, die sich immer mehr darum dreht, wie kann es mir gut gehen, wie kann es mir noch besser gehen, wie kann ich mich noch glücklicher fühlen, wie kann ich noch fitter und schöner und sportlicher werden. Aber darüber hinausgehend ist es schwierig, da eben aus einer informierten Perspektive heraus die Wahl zu treffen. Wir sehen aber auch, dass Menschen sich darin unterscheiden. Also es wurde ja lange und viel über die Generation Y gesprochen und die gibt es tatsächlich. Also es gibt so viele junge Menschen heute, die wissen, was sie wollen. Wir sehen das daran, dass denen es gelungen ist, dass sich viele Unternehmen heute darum bemühen, rauszufinden, ob das eigentlich sinnvoll ist, was sie tun, weil die Berufseinsteigerinnen sagen, also ein Firmenauto oder immer mehr Gehalt oder so ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich möchte eigentlich eine Arbeit, die ich gut finde und die ich auch sinnvoll finde, wo ich dahinter stehen kann. Und das hat zu Veränderungen im Wirtschaftsleben geführt. Das heißt also, das ist eine ganz schöne Kraft, die von diesen jungen Menschen ausgeht. Es gibt aber auch gar nicht wenige, das haben wir in unserer Forschung auch gesehen, die sagen, also für mich ist der Sinn eigentlich, also Sinn im Leben brauche ich nicht, suche ich nicht, weiß ich nicht, was das soll, habe ich auch kein Problem mit, wenn ich das nicht habe. Und das sind Menschen, die eher sagen, eigentlich verstehe ich die Welt gar nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich genug Kompetenzen habe, um mit all dem umzugehen, was da passiert. Ich kann sowieso mein Leben nicht beeinflussen. Das machen die da oben, oder? Das ist alles Zufall. Und das sind ganz unterschiedliche Wege, die wir sehen. Und das wurde auch in den Sinus-Milieu-Studien deutlich gezeigt, dass da eine Schere aufgeht zwischen Menschen, die mit dieser großen Wahlfreiheit gut umgehen können, und solchen, die sagen, na, das ist mir so durcheinander und so viel, da wähle ich lieber gar nichts und interessiere mich für nichts, engagiere mich für nichts, und bleib so in meinem eigenen kleinen Rahmen und tue das, was von mir erwartet wird. An welchen Persönlichkeitsmerkmalen macht sich das fest, ob ich das suche oder ob mir das egal ist? Von den Persönlichkeitsmerkmalen konnten wir bisher am ehesten feststellen, also nicht in Richtung Big Five, sondern eher eben die Erwartungen darüber, was ich mit meinem eigenen Leben anfangen kann. Also eine starke externe Kontrollüberzeugung, geringe interne Kontrollüberzeugung, eine Angst vor Misserfolg, eine Tendenz eher zu vermeiden, keine Risiken einzugehen, nicht offen zu sein für Neues, auch nicht sich überhaupt für irgendetwas zu motivieren. Wir sehen das bei den Sinnquellen zum Beispiel, dass die alle durchweg niedriger ausgeprägt sind bei Menschen, die sagen, ja, das ist mir eigentlich egal mit dem Sinn. Und es ist trotzdem keine
Leidenssituation, das ist interessant, denn sie berichten keine besonders hohen Depressivitäts- oder Ängstlichkeitswerte und auch keine sehr niedrigen Zufriedenheitswerte. Es ist alles im mittleren Bereich. Es geht ihnen ganz gut, weil sie das tun, was sie denken, dass man so tun sollte. Ich finde es schön, dass Sie beschrieben haben, welche Kraft von der Generation Y ausgeht, weil sie oft ja auch so betrachtet wird in ihren Defiziten, was für Heranwachsende, glaube ich, nicht schön ist. Also sie gilt, also wenn ich ein Klischee skizzieren sollte, sie sind bindungsunfähig, haben Angst vor Intimität, wollen sich nicht festlegen, wollen sich auch auf keinen Arbeitgeber festlegen, nicht das Leben lang bei dem gleichen bleiben. Haben also anscheinend ein Problem mit Zugehörigkeit, würde ich mal so verkürzt sagen. Und Sie hatten vorhin gesagt, Zugehörigkeit ist ein wichtiger Faktor für das Erleben von Sinn. Würden Sie das so bestätigen? Da würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir als Gesellschaft diesen Jugendlichen denn anbieten an Zugehörigkeit. Bieten wir ihnen denn Arbeitsstellen, die sagen, dich wollen wir und zwar für immer. Bleib bei uns, gehört zu uns. Ganz und gar nicht. Wir haben da Prekariat ganz häufig und immer wieder die Notwendigkeit, flexibel zu sein, umzuziehen, den Job zu wechseln. Wir sehen auch, dass generell die Zugehörigkeit in den Strukturen, auch auf Dörfern schon und in anonymen Städten noch viel mehr, eine ist, die vor allem von den Einzelpersonen ausgehen muss. Wir gehören nicht mehr automatisch irgendwo dazu, sondern das muss ich entscheiden. Wo möchte ich dazugehören? Da muss ich aktiv werden und sagen, darf ich bei euch dazugehören? Muss mich einbringen. Das verlangt alles sehr viel und bietet nicht besonders viel an Willkommen und an Stabilität. Von daher finde ich das auch gar nicht überraschend, wenn junge Menschen Probleme damit haben, für sich diesen Mut zu finden, sich dann tatsächlich ganz auf etwas oder jemanden einzulassen. Schadet der Drang nach Selbstbestimmung dabei? Schadet dieser Drang zu sagen, ich möchte autonom sein? Schadet der mir dann auch in meinem Gefühl der Zugehörigkeit? Macht er mich im schlimmsten Fall einsam? Das denke ich nicht unbedingt. Wir sehen nämlich, dass Menschen, die wirklich selbstbestimmt sind, und das bedeutet ja, dass ich weiß, was ich will, dass die sich häufig wiederfinden, gemeinsam mit anderen Menschen, die ähnliche Ziele und Ideen haben. Also ganz banal zum Beispiel junge Menschen, die auf Weltreise gehen zum Backpacken, aber treffen dann in der fernen Ecke wieder die Grundschulfreundin, weil die gleiche verrückte Idee hat, im Nirgendwo die Welt zu erkunden. Und da treffen sich dann doch wieder immer die gleichen Personen. Das ist jetzt vielleicht eher ein etwas ironisches Beispiel, aber wenn ich weiß, was ich will, dann finde ich auch Menschen, zu denen ich gehöre, die ähnliche Ziele haben, die ähnlich aktiv sind, die meine Werte teilen. Von daher denke ich nicht, dass es die Selbstbestimmung ist, die das schwierig macht, den Sinn heute zu finden, sondern eher diese Strukturen, dass es selbstverständlich ist, dazu zu gehören, Verantwortung zu übernehmen für Menschen um einen herum, dass das zugunsten dieser Idee, dass wir uns eigentlich immer gut fühlen sollten, einfach viel weniger gesehen wird. Also das, was immer im Vordergrund steht, ist, wie kann es mir gut gehen und nicht, wie kann ich etwas für andere tun. Und das für andere ist letztendlich aber das, was auch unsere Forschung zeigt, was unserem Wohlgefühl auch am besten tut. Und das war ganz spannend. Wir haben ein Forschungsprojekt in Sambia, wo wir auch unter anderem zur Sinnfrage geforscht haben. Und wir haben da viele Menschen dazu befragt in Fokusgruppen, was sie sich unter Sinn vorstellen. Und wir haben gedacht, naja, also wir haben so unsere Ideen hier im Westen, was Sinn ist. Jetzt wollen wir mal rausfinden, was die dort denken. Und die haben uns Antworten gegeben, die genau
das widergespiegelt haben, was wir in langen Jahren Forschung eigentlich letztendlich auch gefunden haben. Sie haben gesagt, ja, Sinn bedeutet nicht immer, sich gut zu fühlen, sondern dass man weiß, warum man tut, was man tut. Und sie hatten unter anderem auch Selbstverwirklichung, was für sie ganz wichtig war, bezüglich lernen können, sich entwickeln können. Das hat eine große Rolle gespielt. Und beim Weiterfragen, warum ist das wichtig, kam bei allen, weil ich sowas meiner Familie zurückgeben kann, weil ich so die Schulausbildung der Tochter meines Cousins zahlen kann, weil ich so der Gesellschaft etwas wiedergeben kann. Und da ist also diese Eingebundenheit, diese Zugehörigkeit zur Gesellschaft noch ganz anders präsent als bei uns, wo wir uns ständig darum drehen, wie es uns als Individuen denn eigentlich besser und besser gehen kann. Das heißt, das Streben muss sein, seine Zugehörigkeit zu suchen und zu stärken. Ja, also man kann es anders sagen. Also es ist hilfreich, nicht so viel darüber nachzudenken, was für mich jetzt eigentlich so wichtig ist. Man sollte diesen Prozess auf jeden Fall durchlaufen haben, gründlich rauszufinden, wer ich eigentlich bin, was mir wichtig ist, was ich kann, was meine Stärken und Schwächen sind. Und es ist auch gut, immer mal wieder Zeit dafür zu bringen. Aber im Alltag ist es viel wichtiger, von sich selbst abzusehen. Also wir bezeichnen das als Selbsttranszendenz. So hat es auch schon Viktor Frankl bezeichnet, der dazu schon vor vielen, vielen Jahren viel Wichtiges geschrieben und gesagt hat. Und diese Selbsttranszendenz heißt eben, von sich selbst absehen. Und das bedeutet eher schauen, was kann ich denn tun hier, um das größere Ganze ein bisschen besser zu machen. Kann ich irgendwas dazu beitragen, dass es den Menschen um mich herum besser geht oder dafür dazu, dass in unserer Gesellschaft etwas sich voranentwickelt oder dass es der Natur besser geht? Und dieses Absehen von sich selbst ist das, und das sehen wir ganz klar in den Daten, was uns selbst letztendlich dann doch wieder sinnvoller und glücklicher macht. Nur wenn man es mit dem Ziel macht, dann funktioniert das nicht. Dann funktioniert es wieder nicht. Finde ich einen sehr schönen Bogen, den wir geschlagen haben, vom Anfang von der Frage, warum mache ich nicht, was ich will, hin zu dem Abschluss zu sagen, von sich selbst absehen. Eine interessante Spange, die wir Stimmt. gesprochen haben. Ja. Ich würde es gerne nutzen als Einschnitt, so spannend es wäre, und ich habe noch einige Fragen, aber ich sehe, dass auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern viele Fragen da sind, und wir haben ja gesagt, wir nehmen uns dann ab ungefähr 15:45 auch die Zeit dafür. Ich würde einfach mal in die Liste der Fragen reingehen und die so Ihnen übergeben, Frau Schnell, die Fragen. Genau, als erstes sehe ich hier die Frage auf die Sinnfrage bezogen. Was ist der Unterschied zwischen Psychologie und Philosophie? Wonach frage ich, wenn ich psychologisch nach Sinn frage? Und wonach frage ich, wenn ich philosophisch nach Sinn frage? Ich würde gerne sagen, so groß sind die Unterschiede eigentlich nicht. Primär beziehen sie sich vielleicht auf die Methodik, aber da gibt es natürlich viele Sensibilitäten und viele würden das anders sehen. Aber die Psychologie hat sich ja aus der Philosophie heraus entwickelt, stellt daher prinzipiell auch ähnliche Fragen, obwohl sie sich in den letzten Jahrzehnten solch ja, philosophischen Fragen eher weniger genähert hat. Aber was die psychologische Herangehensweise abgrenzt eher von der Philosophie, ist eben, dass weniger darüber philosophiert wird oder die Logik bestimmter Konstrukte und Ideen hinterfragt wird, sondern wir fragen Menschen direkt. Also vor allem die empirische Psychologie sagt, wir versuchen herauszufinden, was Menschen erleben, was sie denken und können das dann miteinander in Beziehung setzen, dazu in Beziehung setzen, wie es den Menschen damit geht, wie sie ihre Gesundheit erleben, ihr Wohlbefinden, wie sie handeln und so weiter. Und diese klaren empirischen Bezüge zum Denken, Erleben und Verhalten unterscheiden eine Philosophie, wenn
wenn sie nicht, wie sie es inzwischen auch teilweise tut, selber schon empirisch wird. Und da werden dann die Grenzen noch deutlich schwächer. Ja, sehr schön. Zweite Frage, die ich hier sehe, ist auch schon sehr informiert. Roy Baumeister, der Psychologe, schrieb mal, Glück und Sinn stehen sich diametral gegenüber. Wie sehen Sie das, Frau Schnell? Ja, es gibt da eine sehr spannende Studie der amerikanischen Kollegen zu, die statistisch Glück und Sinn getrennt haben. In der Realität sehen wir sowas ja selbst. Die meisten Menschen haben verschiedene Ausmaße von Sinn und Glück. Man kann aber statistisch jeweils das andere quasi kontrollieren und dann schauen, was steht denn typischerweise für Glück und was steht für Sinn? Und da sieht man spannende Unterschiede, wo ich auch sagen würde, ja, das scheinen schon ganz unterschiedliche Orientierungen zu sein. Und zwar ging es da vor allem um die Lebensorientierung. Wenn ein Mensch sagt, ich strebe vor allem nach Glück, dann konnte man dort sehen, dass diese Menschen eher der Meinung waren, dass man Schwächeren eigentlich nicht helfen soll oder muss. Dass sie eigentlich wenig gestresst sind, dass sie nicht viel an die Zukunft denken. Und bei denen, wo Sinn zentral war, hat man gesehen, dass sie eben diese starke, das Bedürfnis hatten, auch Schwächeren zu helfen, dass sie sich viele Sorgen gemacht haben, auch über die Zukunft, und dass sie gestresst waren. Und das ist, wie gesagt, eigentlich finden wir immer wieder, dass Sinn erleben auch mit höherem psychischen Wohlbefinden einhergeht. Also das ist daher ein künstliches Ergebnis, dass das eben herausgehoben hat, wie die beiden sich, wenn man sie ganz sauber und getrennt betrachtet, unterscheidet. Und so ist es, also wenn man jetzt eine Person hätte, die sagen würde, ich bin eine reine Hedonistin, da würden wir eben dann solche Eigenschaften finden. Und wenn jemand sagt, mir geht es nur um den Sinn und gar nicht mehr auch loslassen kann. Wir sehen das teilweise heute schon, dass Menschen plötzlich denken, alles, was sie tun, jede kleine Handlung, jeder Lebensbereich muss mit Sinn angefüllt sein, dann kann das schon so werden, dass es auch stressig wird und schwierig. Das heißt, ein sinnerfülltes Leben kann auch ein durchaus stressbelastetes Leben sein. Ja, also wenn ich diese Sinnfrage mit mir führe, dann heißt das, dass ich Dinge hinterfrage und genauer hinschaue. Und wenn wir das tun in dieser Welt, dann sehen wir eine Menge Probleme, eine Menge Leid, eine Menge Schmerz, und das lässt uns nicht unbedingt kalt. Von daher ist das auch normal, dass es da noch zu Stress kommt. Ja. Eine folgende Frage lautet, wie ist das mit der Selbstwirksamkeit, Frau Schnell? Braucht die jeder? Ist das ein Teil von Sinnempfinden? Braucht die jeder Selbstwirksamkeit? Selbstwirksamkeit ist zentral für die seelische Gesundheit, zumindest in unseren Kulturen. Auch da wieder würde ich sagen, wir sind so sozialisiert. Wir sind seit der Aufklärung haben wir gelernt, wir haben ein Recht auf persönliche Gestaltung unseres Lebens, und deshalb möchten wir auch erleben, dass wenn ich was tue, das die Folgen hat, die ich mir wünsche. Das ist allerdings eine Haltung, die stark auch damit zusammenhängt, dass wir in einer individualistischen Kultur leben. Und wenn wir jetzt in eine Kultur schauen würden, wo es gar nicht so sehr darum geht, was die Einzelne tut, sondern vielmehr zählt, was der Staat will zum Beispiel, dann ist diese Selbstwirksamkeit wahrscheinlich gar nicht mehr so zentral. Und wir sehen das übrigens auch bei kleinen Gruppen, die zum Beispiel durch fundamentalistische Weltanschauungen geprägt sind. Da ist das autonome Handeln und auch die Selbstwirksamkeit ja häufig ganz stark eingeschränkt. Ich tue, was mir gesagt wird. Das ist nicht unbedingt etwas, was den Sinn einschränkt, denn das kann es leichter machen, Sinn zu erleben, weil ich dadurch eine ganz starke Zugehörigkeit, Orientierung, Kohärenz und Bedeutsamkeit erlebe in diesem Rahmen. Und das sollten wir auch mitbedenken. Also Sinn ist nicht immer nur einfach gut im Sinne von westlichen Werten und Demokratie, sondern Sinn ist ganz subjektiv und er ist prinzipiell leichter zu finden, wenn wir davon ausgehen, es gibt einen Plan mit dieser Welt oder es gibt Menschen, die wissen, wie es ist, und da muss ich mich nur dran halten, und dann
bin ich Teil davon und weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Macht Fremdbestimmung auf Dauer krank? Will ein Zuschauer wissen. Oh ja. Das ist Ihre Katze, oder? Ein Zuschauer. Noch ein Zuschauer. Ein weiterer Zuschauer. Genau. Also ich glaube, Fremdbestimmung macht vor allem dann krank. Und das wissen wir inzwischen ja auch in Bezug auf Depression, wenn wir uns was ganz anderes erwarten von unserem Leben. Wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass wir doch selbstbestimmt sein sollten und dürften und es dann nicht können, dann ist das etwas, was sicherlich krank macht. Aber wenn ich auf das nochmal verweise, was ich eben gesagt habe, wenn Menschen sich entscheiden, zum Beispiel in einer sehr geschlossenen Gruppierung zum Beispiel zu leben, dann kann das auch sehr viel, diese Fremdbestimmung kann Last von meinen Schultern nehmen und daher nicht krank machen, wenn das es ist, was ich will und was ich suche. Wenn ich aber eigentlich mein Leben selbst gestalten möchte, dann macht Fremdbestimmung sicherlich krank. Ein Zuschauer oder eine Zuschauerin haben eine sehr große Frage gestellt. Persönlichkeit, was bedeutet das heute? Können Sie dazu ein paar Worte sagen, Frau Schnell? Ein paar Worte. Eine sehr große Frage. Da hatte ich normalerweise eine semesterlange Vorlesung zu. Davon gehe ich aus. Die Frage lautet, was bedeutet Persönlichkeit heute, ist vielleicht mitgedacht, dass wir zumindest in den postmodernen Persönlichkeitstheorien sehr stark diesen Aspekt sehen, dass wir heute in so vielen Bereichen, in unterschiedlichen Lebensbereichen sind, die alle Unterschiedliches von uns verlangen, dass man davon ausgeht, dass auch unterschiedliche Facetten von uns dort zum Tragen kommen. Und die große Frage ist dann, und wer bin ich dann, wenn ich bei meinen Eltern so bin, bei meinen Freunden ganz anders und wenn ich ein Praktikum mache oder im Beruf nochmal eine ganz andere, wer bin ich dann eigentlich? Und es gibt postmoderne Theoretiker, die sagen, es gibt gar keine Persönlichkeit und es gibt auch keine Identität. So die Idee, dass es da so einen Kern gibt, das ist gegessen. Heutzutage sind wir viele. Aber Menschen haben ein Bedürfnis nach Kohärenz. Also es ist schon so, dass wir gerne das Gefühl haben oder die Erfahrung machen, dass ich eigentlich schon noch die gleiche bin wie letztes Jahr. Und was dabei gut möglich ist, ist ein Verständnis von Persönlichkeit im Sinne von narrativer Identität. Wenn ich mir meine Lebensgeschichte so erzählen kann, dass ich verstehen kann, warum ich so bin, wie ich jetzt bin und so handle, auch wenn ich vielleicht vor einigen Monaten anders gehandelt habe, wenn es aber im Rahmen dieser Geschichte Sinn macht, mit diesem falschen Ausdruck, der passt hier einfach, dann entsteht so auch ein Verständnis von Persönlichkeit, das eben eine Kohärenz eingebunden in den Kontext sieht und nicht so sehr Faktoren oder Eigenschaften, die irgendwo festgezurrt sind und dann immer gleich bleiben, so ist es sicherlich nicht. Sie würden aber wahrscheinlich den postmodernen Theoretikern dahingehend zustimmen, dass es das wahre Selbst, den ganz authentischen Kern tatsächlich so nicht gibt, oder? Das ist eine ganz kritische Frage nach dem wahren Selbst. Also einerseits ist es wichtig, in die Richtung zu fragen, weil es bedeuten kann, wie kann ich authentisch leben? Und wir haben das ja besprochen vorhin, dass es gar nicht so leicht ist, rauszufinden, wer ich eigentlich bin. Und von daher ist die Idee, rauszufinden, wer ich wirklich bin, ist etwas Gutes und Zielführendes. Wenn aber Menschen davon ausgehen, dass es ein wahres Selbst gibt, dann geht es häufig mit der Idee einher, dass ich ja, wie Sie am Anfang so schön gesagt haben, eigentlich ganz anders bin. Aber ich handle halt immer so und so und so. Und das ist gefährlich, weil man so sich auch als, ja, in gewisser Weise auch fremdbestimmt erlebt, weil diese Gesellschaft so ist, kann ich ja gar nicht sein, wie ich bin. Eigentlich bin ich ganz anders. Und diese Idee eines wahren Selbst, die würde ich nicht unterstützen. Letztendlich sind wir diejenigen, die wir in unserem Handeln auch ausdrücken.
Aber Sie würden, nur das nochmal als Nachfrage, bevor ich zu den nächsten Zuschauerfragen gehe, Sie würden schon sagen, dass die Suche nach dem authentischen Selbst eine förderliche ist. Genau, also die Suche nach Authentizität ist wichtig. Einfach rauszufinden, was will ich, was kann ich, was denke ich über mich und die Welt. Ordnung im Kopf machen. Dann erst kann ich überhaupt auch so leben, dass ich das, was mir wichtig ist, umsetze. Das heißt also wertorientiert leben. Und wenn ich das nicht habe, diesen Zugang zu meiner, also diese authentische Haltung, dann habe ich eigentlich auch wenig Möglichkeiten, gestaltend einzugreifen und zu sagen, da läuft was schief, da möchte ich widersprechen, da möchte ich gerne etwas ändern. Also wenn wir diese Welt und unser Leben gestalten wollen, dann braucht es eben dieses Wissen darüber, was wir eigentlich denken und was wir eigentlich mitbringen. Wir springen ein bisschen, weil die Fragen natürlich nicht genau einem ganz bestimmten Faden folgen. Das ist jetzt eine Frage, die lautet: Was hat Angst mit Prokrastination zu tun, Frau Schnell? Jetzt sind Sie dran. Ja, also Prokrastination heißt ja, ich schiebe etwas immer weiter hinaus. Und warum sollten wir das tun? Weil wir uns davor fürchten, was passiert, wenn ich das letztendlich dann getan habe. Also für mich ist dieser Zusammenhang einer, den ich vor allem mitbekomme bei Studierenden, wenn sie zum Beispiel nahe dem Ende ihres Studiums sind und es geht darum, die Abschlussarbeit zu schreiben. Und da geht es nicht nur darum, dass mir vielleicht etwas schwerfällt, dass ich die Methodik noch nicht so gut kann oder mich in der Theorie verliere, weil sie so interessant ist, sondern häufig spüren wir dahinter eben auch so diese Vorstellung, aber wenn das fertig ist, dann weiß ich ja gar nicht, was dann ist. Also danach ist ein Abgrund, ein Nichts. Und je weiter ich es hinausschiebe, desto später muss ich mich mit dieser Angst auseinandersetzen, dass ich entscheiden muss, wie ich eigentlich leben möchte. Von daher könnte ich hier einen Zusammenhang sehen, wobei es sicherlich noch viel mehr und weitere Zusammenhänge gibt. Ja, noch andere Gründe für Prokrastination. Genau. Ja. Inwieweit behandeln oder verwenden Sie in Ihrer Forschung den aus der Sozialphilosophie bekannten Begriff der Entfremdung? Ich habe vorhin ja erzählt von Menschen, die sagen, für mich ist Sinn eigentlich unwichtig, brauche ich nicht, habe ich aber auch kein Problem mit, ich suche ihn nicht und habe keine Krise, wenn ich keinen Sinn habe. Diese existenzielle Indifferenz, wie wir es bezeichnet haben, die ist von ihren Ausprägungen, von den Merkmalen her quasi übereinstimmend mit dem, was wir zum Beispiel in der Theorie der sozialen Entfremdung von Rahel Yerges sehen. Das fand ich sehr aufschlussreich, dass sie das eben genauso beschrieben hat, aus einer philosophischen Perspektive, was wir in den empirischen Daten sehen, dass Menschen, die entfremdet oder indifferent sind, den Bezug zu sich selbst verloren haben und somit auch den zur Gesellschaft oder vielleicht gar nicht aufgebaut haben. Wir sehen das zum Beispiel darin, wenn wir die verschiedenen Sinnquellen erheben, wovon eine die Selbstkenntnis ist, dass die bei Menschen, die existenziell indifferent sind, ganz niedrig ausgeprägt ist. Das heißt, sie wollen gar nicht wissen, wer sie sind. Sie haben diese Beziehung zu sich selbst nicht rauszufinden. Also sie wollen nicht wissen, wer sie sind. Sie wollen sich nicht weiterentwickeln. Und wenn sie diese Beziehung zu sich selbst nicht haben, ist es natürlich schwer, auch eine Beziehung zur Gesellschaft aufzubauen. Und gleichzeitig sieht man diese Erfahrung, dass ja, Entfremdung ist eigentlich ein sehr guter Begriff dafür. Das, was geschieht zurzeit, das ist so viel, so intransparent, so weit entfernt von meinem Verhalten, so entfernt von meinen Kontrollmöglichkeiten, dass ich mich da überhaupt nicht mehr fähig fühle, irgendwie mitzutun, aktiv zu werden. Stattdessen, habe ich vorhin ja schon gesagt, kommt es eher dann zu einem Rückzug, der mich dafür schützt,
zu scheitern, wenn ich es versuche, wenn ich vorher sowieso schon die große Angst habe, dass ich dass mir das gar nicht gelingen kann. Das heißt also, dieser Entfremdungsbegriff taucht ganz stark auf in diesem Komplex des nicht vorhandenen Sinns, ohne ein Problem damit zu haben. Und das ist etwas, wo wir definitiv noch viel zu forschen werden, auch gerade noch dabei sind, weil es gerade für Demokratien sehr gefährlich ist, wenn ein großer Prozentsatz von Menschen sagt, also eigentlich will ich nichts mehr mit solchen, weder mit großen Fragen zu tun haben, noch mit großen Zusammenhängen. Also ich glaube, ich kann nichts beitragen, aber Demokratie heißt nun mal, es sind die Bürgerinnen, die beitragen. Und wenn ich das für mich gar nicht mehr glaube, dann ist das erstens ein Ausdruck davon, dass wir, wie schon viele Politikwissenschaftlerinnen auch gesagt haben, eigentlich eine Krise auch in der Demokratie haben, dass viele Menschen schon das Gefühl haben, sie können auch politisch wenig tun. Da müssen wir schauen, wie wir das abholen können. Das führt sich aber auch weiter durch bis in das Berufsleben und in zwischenmenschliche Beziehungen. Und dann tatsächlich mit dem Gefühl, dass es nicht mal ein Problem ist, dass ich diese innere Entfremdung spüre. Ja, ganz genau. Also das ist ein weiterer Punkt, dass eben auch die Verantwortungsübernahme für das eigene Leben nicht vorhanden ist. Also bei Menschen, die diese indifferente Haltung haben, die sagen auch, aber ich bin ja nicht dafür verantwortlich. Weder für mein Leben noch für das, was um mich herum geschieht. Ja. Wir gehen zur nächsten Frage einer Zuschauerin oder eines Zuschauers, die lautet: Welchen Platz spielen heute Religionen mit dem teils sehr alten Weltbild in der Sinnsuche der Moderne? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja. Also als ich angefangen habe, über Sinn zu forschen, da wurde diese Sinnfrage eigentlich nur in Richtung Theologie verstanden. Da ging man davon aus, Sinn, da kann ja nur Glaube helfen oder Religion. Und meine Überlegung damals war, 2000 habe ich damit angefangen, die Kirchen sind relativ leer und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass die Menschen um mich herum unter einer schrecklichen existenziellen Krise leiden und nicht wissen, was sie glauben und wie sie handeln sollen. Und deswegen habe ich angefangen, eben qualitativ mit einem ganz ausführlichen Programm erstmal nach der Grounded Theory ohne Voreinnahmen und Hypothesen zu schauen, was gibt Menschen im Leben eigentlich Bedeutung? Und da war Religion und Spiritualität waren Sinnquellen unter vielen anderen. Und dadurch, dass wir sie alle operationalisiert haben, konnten wir sie auch miteinander vergleichen. Und was wir auch wissen aus den Religionswissenschaften ist, also in unseren Gesellschaften, in Deutschland zum Beispiel, sind sehr wenige Menschen sehr religiös, also so religiös, dass es für sie eine Sinnquelle darstellt. Aber Sehr diejenigen, wenige, Frau Schnell, darf ich nachfragen? Was heißt ungefähr sehr wenige? ja, das ist, also ich würde sagen, das ist ungefähr im Bereich von 15%, die sagen, für mich ist Religion so wichtig, dass es mein Handeln auch wirklich leitet, handlungsprägend und lebensgestaltend ist. Diejenigen, die sagen, ich bin religiös, das sind noch viel, viel mehr. Aber dass es tatsächlich diese Bedeutung hat, das sind wenige, also es sind unter 20%. Aber da sehen wir auch, dass diejenigen, die Religion nennen oder auch Spiritualität als Sinnquelle, einen ganz hohen Sinn haben. Das heißt, es ist ein sehr guter Sinn. Und das kann man sich wahrscheinlich so auch verständlich machen, dass wir davon ausgehen, wenn ein Mensch religiös ist oder spirituell, dass diese Menschen meistens auch davon ausgehen, dass es einen Sinn des Lebens gibt. Wenn es den Sinn des Lebens gibt, dann heißt das, der gilt für alle. Und da hat jemand einen Plan für uns. Und das ist extrem, ja, das ist gut, das ist wohltuend, weil eine der schlimmsten Sachen für uns Menschen ist, zu glauben, dass das, was passiert, Zufall ist. Oder ja, dass es keinen Grund gibt für das, was geschieht. Von daher ist es auch viel schwieriger, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich glaube vielleicht gar nicht, dass es den Sinn des Lebens gibt. Aber trotzdem kann ich für mich einen Sinn in meinem Leben finden.
Und das ist das, was allerdings jedem religiösen, aber auch atheistischen Menschen offen steht. Das hat Sartre schon schön gesagt. Also, wenn ich auch glaube, dass es den Sinn des Lebens nicht gibt, dann fängt es erst an, sich mit dem Sinn zu beschäftigen, nämlich zu schauen, wie kann ich denn dann mein Leben sinnvoll gestalten? Und das ist allerdings auch eine Aufgabe, sagt Sartre auch, die religiöse Menschen genauso wie nicht religiöse haben. Weil die Tatsache, dass wir religiös sind oder an Gott glauben, uns nicht wirklich einmal eins sagt, wie wir heutzutage leben können. Es braucht da auch diese Übersetzung in sinnhaftes Leben. Die nächste Frage lautet: Selbstlosigkeit wird leider teilweise belächelt oder misstrauisch beäugt. Könnten Sie dazu etwas sagen? Kennen Sie das Phänomen? Und in Klammer steht noch: Was sagt die Forschung zum Altruismus konkreter? Zuerst einmal, wir gehen eigentlich in der Forschung von einer doppelten Motivation für altruistisches Handeln aus. Also es hat immer auch einen Nutzen für mich selbst, wenn ich altruistisch handle. Das heißt aber nicht, dass es egoistisch ist, wenn ich altruistisch handle. Also das ist eine ziemlich schwierige Sache. Wir sehen, dass altruistische Handlungen, zum Beispiel, wenn ich mich, wir haben vorhin, hab ich es schon als Selbsttranszendenz bezeichnet, wenn ich mich dafür einsetze, für zum Beispiel für soziales Engagement, wenn ich generativ bin, dadurch, dass ich versuche, die Gesellschaft durch Kultur oder Politik oder Ehrenamt zu verbessern, dann sind das Dinge, wo es eigentlich erstmal nicht um mich geht. Und das ist ganz wichtig, die eben dieses dass es nicht um mich geht, dieses Absehen von mir und das Größere im Blick haben, das ist das, was sinnstiftend ist. Aber wie ich vorhin gesagt habe, stiftet es mir ja dann Sinn. Und dann können Zyniker sagen, ja, ist also doch wieder nur egoistisch. Aber auch hier können wir schon feststellen, was eigentlich unsere Motivation ist. Tue ich das zum Beispiel nur, weil ich mir einen Nutzen davon erhoffe oder weil ich es sinnvoll finde und diese Sinnerfahrung mache ich nur, wenn ich es intrinsisch motiviert tue. Und deswegen lässt sich der Sinn auch nicht so leicht implementieren in allen möglichen Lebensbereichen, sondern er braucht wirklich, es braucht die Überzeugung dahinter. Und ja, dass es belächelt wird heutzutage, die sogenannten Gutmenschen häufig ja auch negativ angegangen werden, das ist ja, das ist ein interessantes, trauriges Phänomen. Es scheint mir aus einer solchen indifferenten Haltung zu kommen, vor allem von Menschen, die sagen, also warum sollte man sowas tun? Mir hilft ja auch niemand. Also warum sollte ich mich für andere einsetzen? Da muss ja wohl ein Grund hinter sein, wenn jemand das tut, dass er oder sie es sowieso nur für sich selber macht. Und das, ja, ich kann mir vorstellen, dass das viel mit dieser Indifferenz zusammenhängt, dass ich eben gar nicht den Bezug zu mir selbst und meiner Umgebung habe, den vielleicht nicht erlernen konnte, nie dazu gekommen bin, mich wirklich als, ja, als verantwortlich auch erleben zu können. Und deshalb sage, naja, das sind ja alles nur Gutmenschen, die sich selber was Gutes tun wollen, indem sie Gutes handeln. Das zu funktionalisieren. Genau. Ja. Frau Schnell, ich gebe Ihnen mal so ein bisschen einen Blick auf die Zeit und die Fragen, die noch vor uns liegen. So, wir hatten gesagt, wir würden etwa gegen 9:30 enden, weil das genau, dann sind die 1,5 Stunden rum. Wir können da auch gut noch ein bisschen länger machen. Wir haben noch schönerweise noch 13 Fragen vor uns. Ich glaube aber, dass das Okay. ganz gut machbar ist, aber so etwa für den Zeitrahmen. Ja, trinken Sie mal, genau. Ich gönne Ihnen mal eine kurze Pause, bevor ich mit der nächsten Frage komme. Hier steht: Wenn man jemanden nach dem Sinn fragt, kann das den Effekt haben, als würde man einem Tausendfüßler sagen, dass er tausend Füße hat und plötzlich das Laufen verlernt. Wow. Also ich möchte nur mal sagen, ich bin ganz, ganz beeindruckt von den Fragen, die da Auch kommen. sagen, würde ich auch sagen. Also das ist eine schöne Frage. Es ist so, dass wir eigentlich nur dann anfangen, nach dem Sinn zu fragen, wenn irgendwas nicht mehr läuft.
Also wenn die 1000 Füßchen nicht mehr im Gleichschritt laufen. Wenn aber alles läuft, dann haben wir eigentlich keinen Grund, über den Sinn nachzudenken oder uns dazu etwas zu fragen. Und ich habe ja vorhin gesagt, der Sinn ist kein Gefühl, das ist nichts, was uns so sich aufdrängt als eine Erfahrung, sondern ich bezeichne es häufig eher als eine Grundlage, als ein fester Boden, der einfach da ist. Wenn wir den Sinn haben, dann können wir einfach gehen. Wir müssen nicht nach unten schauen und uns fragen, was trägt uns eigentlich, sondern wir stehen auf und laufen los und können uns die Welt anschauen, können handeln, können Sachen anpacken oder können auch mal uns einfach hinsetzen oder hinlegen, ohne die ganze Zeit über den Boden nachzudenken. Die Frage über den Boden kommt erst dann, wenn er ins Wackeln kommt. Und das, denke ich, ist ähnlich wie der Tausendfüßler, der plötzlich ins Stolpern kommt, wenn Sachen nicht mehr laufen, wie sie laufen. Wenn das, was normalerweise kontinuierlich vor sich geht, unterbrochen wird. Und ein bisschen ähnlich ist das, um es nachvollziehbar zu machen, wie unser Erleben von Gesundheit. Auch da laufen wir nicht durch den Tag und denken, oh, wie gesund bin ich heute, sondern wir merken es erst, wenn irgendetwas nicht mehr funktioniert, dann wird die Gesundheit plötzlich ein Thema. Ob das jetzt aber so ist, wenn wir jemand nach dem Sinn fragen, einfach nur, ob er dann ins Straucheln kommt. Das würde ich jedoch nicht sagen. Also in der persönlichen Dynamik ist es so, wir fangen erst dann an zu fragen, wenn es Gründe dafür gibt. Aber ich würde nicht sagen, trau dich bloß nicht, jemanden nach dem Sinn zu fragen, weil du ihn dann zum Stolpern bringst. Denn das ist eine Frage, die man uns zumuten kann und soll. Und die wird so noch niemanden zum Stolpern bringen, weil das noch nicht wirklich ein Schütteln des Bodens ist. Wir hoffen, dass wir das heute nicht erzeugt haben. Und wenn, wäre es vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil Krisen ein riesiges Potenzial haben. Die Frage einer Zuschauerin oder eines Zuschauers lautet, was Social Media mit der Entwicklung von Sinn zu tun hat. Hemmt Social Media die Entwicklung einiger Ideen zur Sinn, eigener Ideen, einiger Ideen zur Sinnantworten? Eigener Ideen wahrscheinlich, oder? Vermutlich, hier steht einiger. Also was inzwischen ja schon viele Analysen sehr schön dargelegt haben, ist, dass wir darunter leiden, dass diese Wirklichkeit, die durch die Social Media erzeugt wird, eine geschönte ist und dass dadurch bei denjenigen, die sich dort aufhalten und die das ernst nehmen, immer wieder die Defizitwahrnehmung ganz stark in den Vordergrund stellt. Bei alle anderen sind irgendwie so schön und sind so glücklich und sind an ganz tollen Orten der Welt und die Wohnungen sehen so schön aus und alles. Und dadurch, dass in den Social Media eben vor allem diese geschönte und häufig auch gefilterte Welt dargeboten wird, habe ich immer wieder das Gefühl, ich genüge eigentlich nicht. Und das ist prinzipiell für die seelische Gesundheit ganz kritisch, für das Sinnerleben sicherlich dann genauso. Ob das damit zu tun hat, ob sich unsere Ideen ändern, das sicherlich auch, weil wir als Menschen, als soziale Wesen ganz stark immer wieder uns vergleichen. Das ist etwas, ja, wozu wir auch zurzeit auch noch vermehrt gedrängt werden. Also alles Mögliche wird quantifiziert mit Points, mit Likes, mit Thumbs und so weiter, dass man gleich schauen kann, wer hat mehr davon und so. Und ja, das, was man tun kann hier, ist zu versuchen zu schauen, ich kann mich mit mir selbst vergleichen, wie ich vielleicht vor einer gewissen Zeit war, wie ich mich verändere, wie ich mich entwickle. Dazu muss ich wieder aber auch eigene Maßstäbe entwickeln. Wer will ich eigentlich sein? Wenn ich das aber für mich weiß, dann kann ich mich auch unabhängiger machen von diesen Social Media, die sicherlich auch viel vorgeben, wie es sein sollte und dadurch ja Ideen einschränken können. Wobei viele junge Menschen sagen, das gibt aber auch ganz viele neue Ideen. Und vielleicht bin ich da schon zu alt, um das so positiv zu sehen, wie mein Sohn es zum Beispiel sieht. Der sagt, ich suche mir die Influencer raus, die ich cool finde. Und die geben mir ganz viel Input dahingehend, was ich wichtig finde.
Und die anderen schaue ich mir gar nicht an. Wir haben dann natürlich das Problem, dass mich das in eine Bubble gibt und die Algorithmen dazu führen, dass ich dann wirklich auch nicht außerhalb dieser Bubble groß beeinflusst werde. Das sind dann weitere Probleme. Ich wollte nur sagen, ich habe da keine große, vielleicht nicht so viel Autorität wie jüngere Menschen. Ihr Sohn, ja. Wir hatten, interessant fand ich die Unterscheidung von einer Schweizer Psychoanalytikerin, die ich neulich hörte, zwischen Selbstverwirklichung und Selbstkuratierung. Dass es also in den 60ern sehr viel um Selbstverwirklichung gegangen sei und heute eben eher Selbstkuratierung dominiert, eben womöglich auch durch den Einfluss der vielen Vergleichsmöglichkeiten, die man hat. Ja, wobei ich da aber sagen will, ich würde heutigen jungen Menschen nicht absprechen, dass sie sich auch selbst verwirklichen wollen. Wir haben diesen starken Anspruch, uns zu kuratieren, also das nach außen zu zeigen, was vielleicht gewünscht ist, was gern gesehen wird. Aber dahinter ist schon noch ein Bedürfnis bei eben, sagen wir mal, denjenigen, die wir als Generation Y oder zugehörig bezeichnen, schon wirklich das Bedürfnis rauszufinden, was ihnen wichtig ist. Also es ist nicht nur Fassade heutzutage. Schön, ja. Ein Mensch ist gezwungenermaßen ein soziales Wesen, steht hier. Was ist mit Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und Glück, wenn man seit seiner Geburt mit Ablehnung zu kämpfen hat? Ja, also das wissen wir inzwischen auch, dass Ablehnung, soziale Exklusion und Einsamkeit riesige Risikofaktoren sind für die eigene Gesundheit. Und das ist schwer für uns als soziale Wesen. Aber es gibt viele Menschen heute, die sagen, ich brauche eigentlich gar nicht so viel Nähe und Gemeinschaft. Und das hat viel wieder damit zu tun, ob ich mich oder welche Erwartungen ich habe. Wenn ich jetzt sage, ich muss aber dazugehören, ich muss von den und den und den möglichst vielen anerkannt werden und gute Freunde sein, dann macht das eine große Lücke auf, wenn ich mich immer wieder als abgesondert erlebe, was damit zusammenhängen kann. Also wir haben es zum Beispiel gesehen in der Forschung zur Hochbegabung, dass solche Menschen häufig sagen, ich habe immer wieder erlebt, dass ich wie ein Alien bin, andere, ich komme nicht in Beziehung zu anderen, ich stehe immer außen vor. Und das ist sehr, ja, das ist sehr schmerzhaft. Aber wenn wir unsere Erwartungen dazu überdenken, ist mir, warum will ich das überhaupt? Und vielleicht bedeutet das ja gar nicht, dass ich irgendwie blöd bin, sondern dass wir anders sind und dass ja, andere Menschen mit mir nicht umgehen können. Dann haben wir heute auch die Möglichkeit, uns ganz woanders Zugehörigkeiten zu suchen, zum Glück. Und dafür ist zum Beispiel die Digitalisierung ein guter Weg, wo Positiv. man dann letztendlich vielleicht dann auch doch wieder im Analogen Menschen findet, die anders ticken. Ja, eine andere Form der Zugehörigkeit, als dann der Bauer in Tirol hatte, wenn er womöglich abgelehnt worden wäre. Genau, genau. Wie soll ich wissen, was ich will, solange ich nicht getan habe, was ich wollte, Frau Schnell? Ich glaube, wir können unsere Ratio so nutzen, dass wir überlegen, was geschehen könnte, wenn wir in eine bestimmte Richtung handeln. Wir müssen nicht alles erst erproben, sondern wir können auch diese unterschiedlichsten Handlungen schon im Vorhinein im Kopf reflektieren und überlegen, was bedeutet das, wenn ich das jetzt tue? Wem schade ich damit? Wen verletze ich dadurch? Was schadet es mir oder was kann ich gewinnen? Was hat es für potenzielle positive Auswirkungen? Und von daher würde ich sagen, ist es immer gut, vieles auszuprobieren. Stehe ich voll dahinter. Aber wir können auch durch Reflexion viel über uns lernen, aber ruhig auch Risiken eingehen, solange man damit vor allem sich selbst kennenlernt und nicht andere verletzt.
Mich würde interessieren, wie die Selbstexploration bei Lernenden unterstützt bzw. gefördert werden kann, fragt einer oder eine. Haben Sie vielleicht direkte Vorschläge? Ja, da hätte ich viele Ideen. Also vor allem ist es gut, sowas in Gemeinschaft zu tun. Wenn hier von Lernenden gesprochen wird, sind das vielleicht Studierende oder Schülerinnen oder Studierende. Aber wir sehen das auch in Workshops, die wir mit Erwachsenen, Älteren schon durchführen. Also gemeinsame Exploration ist einmal schon was ganz Gutes. Und dann geht es einerseits darum, eben wirklich eine recht gute Anleitung zu haben, denn häufig hat man das Gefühl, wenn man sich auf solche existenziellen Fragen einlässt, dass man ganz schön ins Schwimmen kommt. Und dann ist gut, wenn es dafür einen Rahmen gibt, der sagt, so, heute beschäftigen wir uns damit und dann am Ende tragen wir das zusammen und gucken, wie es uns damit gegangen ist. Also der Rahmen ist schon auch wichtig. Und als Vorschlag hätte ich etwas ganz Spielerisches. Und zwar habe ich mit einem Kollegen aus Dänemark, der Gesundheitspsychologe ist, die Lebe-Karten-Methode entwickelt. Das sind Karten, die die Kernstatements zu den 26 Lebensbedeutungen, also Sinnquellen, die wir in der Forschung identifiziert haben, jeweils auf einer Karte abgedruckt haben. Und dann kann man anhand dieser Kartenmethode seine eigenen Lebensbedeutungen explorieren. Und das macht Menschen unglaublich viel Spaß anscheinend. Erstens, dass es quasi so ein Spielformat hat, aber es ist gar nicht ein Spiel. Also ich habe es in der Hand und dort werden mir auch Begriffe zur Verfügung gestellt für Dinge, wo viele Menschen sagen, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich dafür Worte finden sollte. Und das ist auch ein Hauptproblem, was gut zu dieser Frage noch passt. Eigentlich haben wir keine gute, sind wir nicht sehr redeflüssig in Bezug auf Sinn. Wir haben wenig Wörter und Begrifflichkeiten dafür. Und auch das ist etwas, was man lernen kann. Aber gerade diese Kartenmethode kann dabei helfen, eben zu schauen, das sind verschiedene Statements, was Menschen in ihrem Leben ganz zentral finden. Wo fühle ich mich dann am ehesten hingezogen? Und dann kann man anfangen, in die Reflexion darüber zu gehen und immer tiefer zu gehen. Sehr schön. Sind ja sehr konkrete Vorschläge. Die nächste Frage lautet, im psychischen Wohlbefinden ist ein Sinn ein Bestandteil. Sinn ist kein Gefühl. Aber sehen Sie Sinn nicht als ein Teil von Wohlbefinden? Sicherlich. Also in der Psychologie werden verschiedene Konzepte von Wohlbefinden diskutiert. Eines der ersten war das subjektive Wohlbefinden des Kollegen Ed Diener, der gerade vor kurzem verstorben ist. Das wird ja auch genannt, genau in der Frage vorab. Und er hat Pionierarbeit zum Wohlbefinden geleistet. Und er hat gesagt, also Wohlbefinden ist primär eben möglichst viele angenehme Gefühle, möglichst wenig unangenehme Gefühle und eine eher auch überlegte kognitive Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Das ist aber später auch immer mehr aufgebrochen worden, das Verständnis von Wohlbefinden. Und zum Beispiel Carol Riff, eine wichtige Kollegin, spricht von psychologischem oder psychischem Wohlbefinden, wo der Sinn zum Beispiel klar dazugehört. Das heißt also, hier kommt es darauf an, welche Konzepte man verwendet. Und wenn wir aber eben diese notwendige Unterscheidung zwischen Glück und Sinn treffen wollen, die ich sehr aufschlussreich finde, dann ist es gut, nicht einfach zu sagen, ja, es ist alles nur unser eigenes, es fühlt sich alles gut an, Sinn fühlt sich gut an, Glück fühlt sich gut an, es ist schon gut, da konzeptuell auch ein bisschen zu trennen. Ja. Frau Schnell, wir haben noch 8 Fragen, glaube ich, fast vor uns. Der Chat ist schon länger für Fragen geschlossen, aber es kommen noch Menschen. Es sind noch eine Menge Fragen. Ja, die Frage wäre ein bisschen, ich sehe Herrn Alisch aufstehen, wie lange wir noch dürfen. Mögen Sie mal was dazu sagen? Einfach weitermachen, sehe ich das Signal, okay. Freut uns ja auch sehr, dass es auf so viel Resonanz stößt. Ja. Dann mache ich weiter. Die nächste Frage lautet, es gibt eine Art Konzept der therapeutischen Landschaften, in denen Menschen oft ihren Sinn im eigentlichen Sein erkennen. Gibt es hierzu etwas an Forschung? Sein zu Naturerfahrung steht hier noch.
Therapeutische Landschaft, habe ich das richtig Konzept der verstanden? therapeutischen Landschaften. Ich wiederhole es nochmal, es gibt eine Art Konzept der therapeutischen Landschaften, in denen Menschen oft ihren Sinn im eigentlichen Sein erkennen. Gibt es hierzu etwas an Forschung? Sein zu Naturerfahrung. Also der Begriff therapeutische Landschaften sagt mir nichts, aber wenn wir das mit verknüpfen mit der Frage nach der Beziehung zur Natur, also da gibt es einiges an Forschung, die zeigen, dass eben das etwas sehr, sehr Sinnstiftendes ist für viele Menschen und auch teilweise den Platz eingenommen hat, der Religion für manche hat, also dass die Natur eine ähnlich wichtige Rolle spielt. Einerseits in dem Sinn, dass der Natur auch viel Kraft zugesprochen wird im Sinne einer Macht, die auch ja, die uns bestimmt. Andererseits durch ganz konkrete Erfahrungen, dass ich in meinem Handeln und meinem Erleben auch mich der Natur nähere, mich damit auseinandersetze, versuche sie zu schützen. Also Naturverbundenheit ist eine ganz wichtige Sinnquelle und scheint es auch immer mehr zu werden für junge Menschen, die da jetzt auch, wie mir scheint, ganz neue Zugänge entwickeln, auch eher in Richtung eben ökologische Landwirtschaft gehen. Wir sehen viel Gemeinschaftsgärten, sehen Permakultur, junge Menschen, die sich vegetarisch und vegan ernähren, denen es ganz wichtig ist, wie Natur und Tiere und alles, was außer uns Menschen lebt, behandelt wird. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, letztendlich, wie wir leben. Die Natur ist ja eigentlich nichts, was uns gegenübersteht, sondern wir sind alle Natur. Also unsere Beziehung zu Natur hat einen viel stärkeren Einfluss auf uns, wie wir, glaube ich, das zurzeit noch wahrnehmen. Aber ja, es kann sein, dass die Frage auf was anderes bezogen war, aber diese Naturverbundenheit kennen wir als eine ganz wichtige Sinnquelle. Schön. Ich sehe hier gerade, dass im Chat auch Sie sehr gelobt werden. Sie wirken unerschöpflich. Wie kann das sein, Frau Schnell? Ich glaube, das ist keine Frage, die wir jetzt beantworten müssen, aber das mag für Sie zwischendurch als Etappe zum Auftanken. Ja, Frau Genau. Siegle, Sie sind da auch immer noch hellwach und Ja, halten ich mich lese ja hier noch an der Fragen ab Stange. zur Zeit. Ich lese ja noch Fragen vor. Genau. Hier kommt schon die nächste. Wer bin ich? Was wäre geeignet, um das zu erfahren? Versus, wichtig ist nicht die Frage, wer bin ich, sondern wer will ich sein? Was meinen Sie? Ja, super wichtig. Und das hängt beides zusammen in der Selbstexploration. Also gerade in der humanistischen Psychologie versteht man den Menschen auch dahingehend, was er oder sie will, was wir für Ziele haben, was für Pläne im Leben. Von daher ist das Teil unserer Persönlichkeit, was wir wollen. Und es kann gar nicht getrennt voneinander behandelt werden. Und wenn wir dann mit solchen, also wir haben ja vorhin schon ganz konkret darüber gesprochen, wie Selbstexploration aussehen kann. Und dabei geht es letztendlich immer auch um eine starke Verbindung dieser Dinge. Wenn ich zum Beispiel herausfinde, warum ich etwas wichtig finde, warum ich etwas ja, so zentral ansehe, dann frage ich mich ja auch, okay, was bedeutet es für mich und was bedeutet es? Das heißt immer, worauf weist es dann hin? Also wir kommen immer wieder bei Sinnfragen in so eine Metaperspektive. Und die bleibt nicht dabei stehen, einfach zu schauen, wer bin ich im Sinne von, was habe ich für Gene oder wie groß bin ich oder wie viel wiege ich, sondern wer bin ich heißt, wie gehe ich mit diesem Leben um und wo will ich hin? Was hat Geduld mit Sinnsuche und Selbstverwirklichung zu tun, Frau Schnell? Die Nachfrage, wie viel Raum und Ruhe braucht Selbstfindung? Wir hatten es schon mal ein bisschen aufgegriffen vorhin. Ja, ich habe es bisher noch nicht als Geduld bezeichnet, aber was wir brauchen, sind Freiräume. Und davon haben wir wenig, weil wir unglaublich viel Inputmöglichkeiten haben, die auch relativ exzessiv genutzt werden, wie Medienanalysen zeigen. Vielen Dank.
Wir sind, wenn wir zum Beispiel berufstätig sind, häufig ständig an bestimmten Arbeiten beschäftigt. Wenn wir nach Hause kommen, wird häufig zuerst der Computer, das Fernsehen oder das Radio angemacht oder Menschen haben sowieso die ganze Zeit Kopfhörer und hören Musik oder vielleicht sogar Podcasts. Aber es ist immer irgendein Input da. Und das ist, ja, das ist Ablenkung, die uns davon davor bewahrt, nachzudenken, warum wir eigentlich tun, was wir tun. Und wenn man das mit Geduld benennen könnte, also sich zu trauen, das mal abzuschalten für eine wirklich ja, längere Zeit, dann braucht es Geduld, auszuhalten, was dann passiert. Es gibt ja inzwischen ganz viele Menschen, die auf Achtsamkeitstrainings schwören. Und das ist sicherlich ganz wichtig, das zu lernen, uns dabei zu beobachten, wie unser Gehirn ständig Gedanken produziert und wie Gefühle etwas sind, was wir häufig mit uns verknüpfen, was aber wir auch einfach wieder ziehen lassen könnten. Diese Achtsamkeit ist etwas, was gar nicht leicht ist. Und das, ja, man könnte es mit Geduld bezeichnen. Übrigens gab es mal eine Studie, ich will Meditation nicht verunglimpfen, aber es hatte einen ähnlich guten Effekt, sich im gleichen Zeitausmaß auf einen Sessel zu setzen und nichts zu tun und die Gedanken einfach laufen zu lassen. Also ich glaube, schon allein sich zu trauen, äußere Einflüsse mal abzuschalten, braucht Geduld, aber wird einiges in Bewegung bringen. Ja, Braucht aber auch Übung. hat was mit Mut zu tun, habe ich auch den Eindruck, wenn man den Sandsturm merkt, der im Kopf los ist und bis sich das so langsam das Sediment setzt, das kann dauern. Genau. Ja, genau. Ja, dann, wie grenzt sich Zufriedenheit von Glücklichsein ab, ist hier die nächste Frage. Darüber hatten wir ein bisschen gesprochen im Sinn von Sinn und Glück, wie sich voneinander ab. Genau. Also in der Psychologie trennt man sie oder grenzt sie voneinander ab, dass man mit Glück eher Emotionen bezeichnet, das, was ich also wirklich fühle, und Zufriedenheit etwas ist, was ich wahrnehme, wenn ich kognitiv etwas bewerte, wenn ich darüber nachdenke, auf mein Leben schaue, bin ich zufrieden damit. Und diese Zufriedenheit bedeutet meist, dass ich bestimmte Maßstäbe wieder habe und schaue, entspricht das dem, was ich mir vom Leben erwarte? Und wenn ja, dann kann ich zufrieden damit sein. Das heißt aber noch nicht, dass ich das schon gleich auch gut anfühlen muss. Also es ist nicht noch kein Gefühl, die Zufriedenheit. Ja. Hier ist nochmal eine sehr große Frage, die wir vielleicht ein bisschen begrenzen müssen. Können Sie Beispiele nennen für Sinnkrisen und für Sinnquellen? Über Sinnquellen haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Aber vielleicht sollte ich da noch mal kurz einen Überblick geben. Da haben wir wenig drüber gesprochen. Also wir haben eben diese große Spanne von Sinnquellen auffächern können, die sich in fünf Dimensionen teilen lassen. Und das sind einerseits zwei Formen der Selbsttranszendenz, wo es darum geht, von mir selbst abzuschauen. Die eine ist vertikal, Religiosität und Spiritualität. Ich kann mich aber auch selbst überschreiten im Diesseits, ganz säkular, durch Naturverbundenheit, durch Generativität, soziales Engagement und so weiter. Eine andere Sinndimension ist die Selbstverwirklichung. Dann die Ordnung nennen wir es, also das geht um Bewahrung, um Bodenständigkeit und Vernünftigkeit, also eher eine konservative Haltung. Und das Letzte ist das Wir- und Wohlgefühl, wo es mir darum geht, es mir und meine Nächsten, meiner In-Group gut tun zu lassen. Und die lassen sich ganz gut voneinander abtrennen. Menschen haben ganz unterschiedliche Verknüpfungen dieser Sinnquellen. Und sie haben auch unterschiedlich starke Potenziale, Sinn zu stiften. Am besten ist aber, wenn man eine Balance zwischen mindestens drei hat. Und Sinnkrisen, Beispiele für Sinnkrisen, also vielleicht reicht die Definition. Also in einer Sinnkrise ist ein Mensch, wenn er oder sie sagt, wenn ich auf mein Leben schaue, dann erlebe ich es als leer. Ich würde gerne einen Sinn sehen und ich kann ihn nicht finden. Und ganz konkret berichten Menschen,
dass wenn sie in diese Krise geraten, sie realisieren, dass das, was sie vorher über die Welt geglaubt haben, zum Beispiel, dass die Welt gut ist oder dass ich mein Leben kontrollieren kann oder dass, dass man stirbt, aber ich ja sowieso noch nicht so bald, dass das eigentlich Illusionen sind und die in einer Sinnkrise zerbrechen, was sehr, sehr schmerzhaft ist, was aber dann bedeuten kann, dass ich anfangen kann, andere Annahmen über das Leben zu entwickeln, die stabiler sind und weniger illusorisch, aber eher auch akzeptieren, dass das Leben auch leidvoll ist. Kann Teil einer Midlife-Crisis sein. Ja. Ja. Hier ist nochmal eine Nachfrage zu den vier Säulen, die Sie zum Sinn genannt hatten. Wie ist die Gewichtung? Sind alle gleichwertig? Oder ist das je nach Person oder Situation unterschiedlich? Also 5 Säulen haben wir. Und wir können eben verschiedene Perspektiven einnehmen da, auf die Frage, welches Gewicht haben Sie. Zuerst mal sehen wir, dass es ganz für eine hohe Sinnerfüllung ist es wichtig, dass Selbsttranszendenz mit dabei ist. Egal, was jemand sonst noch für Sinnquellen hat. Wenn die Selbsttranszendenz dabei ist, dann ist der Sinn normalerweise sehr hoch. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir auch in mehreren Bereichen involviert sein sollten. Wenn wir jetzt nur in der Selbsttranszendenz wären, wenn wir zum Beispiel uns nur darin aufreiben, die Welt zu retten, dann würden wir tatsächlich geringe Sinnerfüllung sehen, zumindest auf Dauer. Das kann für eine kurze Zeit gut gehen, aber auf Dauer braucht es eine Balance. Das heißt, nicht nur, also die Daten zeigen, dass es 3 Bereiche braucht, 3 dieser Dimensionen, die in unserem Leben da sein sollten. Das bedeutet, wir können uns als ganz unterschiedliche Rollen wahrnehmen, dort auch Autonomie erleben, Zugehörigkeit, Kompetenz. Und wenn das zu einseitig ist, ist es für das Sinnerleben kritisch. Vielleicht reicht das erstmal als Antwort hier. Ja. Wenn man eine starke Persönlichkeit war und unwiederbringlich aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, wie kann man es wiederherstellen? Zuerst mal ist das eine sehr gute Wahrnehmung. Also das zeugt schon von einem guten Zugang zu mir selbst, wenn ich merke, ich bin aus dem Gleichgewicht gebracht. Dann kann ich schauen, also was ist es denn? Was ist denn durcheinander gekommen? Und das bedeutet häufig eben, dass ich realisiere, irgendwas ist doch nicht so, wie ich es mir erwartet habe. Die Welt ist nicht so, wie ich sie mir erhofft habe. Meine Annahmen stimmen nicht. Und das bedeutet in den meisten Fällen, dass es erstmal ganz schön wehtut. Also das klingt jetzt komisch, aber viele existenzielle Philosophen haben das schön beschrieben, von Kierkegaard über Jaspers und auch Heidegger, dass es etwas Wichtiges ist, sich auf Leiden einzulassen und das Leiden zuzulassen. Das bedeutet also, nicht gleich versuchen, das Gleichgewicht wieder irgendwie herzustellen, indem ich irgendwas tue, sondern erstmal wirklich diesen Schmerz zuzulassen und versuchen zu verstehen, was tut mir denn jetzt so weh hier und warum tut mir das so weh? Und wenn ich so genau hinschaue, ist das schmerzhaft. Aber in diesen Schmerz zuzulassen, ist das, was dann tatsächlich auch Veränderung, Transformation erlauben kann. Und wie Kierkegaard es so schön schreibt, erst dann, wenn ich den Schmerz zulasse, kann ich ihn irgendwann auch loslassen. Wenn er da ist und ich ignoriere ihn, wird er sich irgendwie anders äußern. Wird er seinen Weg wieder finden. Schön. Frau Schnell, Sie werden es kaum glauben, aber wir kommen zur letzten Frage, die netterweise, glaube ich, von den Kuratorinnen dorthin gesetzt wurde. Sie lautet, und warum mache ich nicht, was ich will? Wollen Sie dazu noch mal 2 abschließende Sätze sagen, Frau Schnell? Ja. Ja. Und warum mache ich nicht, was ich will? Ja. Tja, also ich könnte noch mal zusammenfassen, was wir heute gesagt haben. Weil ich erstens vielleicht gar nicht weiß, was ich will. Weil ich zweitens denke, dass ich tun muss, was all die anderen tun,
die ich mir immer anschaue oder die ich vor die Nase gesetzt bekomme, die es ja anscheinend so gut machen. Und dass ich deshalb gar nicht wage, das zu tun, was ich eigentlich möchte, weil das ja nicht das ist, was mir da vorgespielt wird. Also essentiell würde ich nochmal als Kernantwort hier sagen, also das Wichtigste ist erstmal herauszufinden, was ich überhaupt will und dann eben auch ja, den Mut zu haben, das zu leben, wenn es auch mit unangenehmen Erfahrungen dann hergeht, auch wenn es anstrengend ist, wenn ich es sinnvoll finde, dann ist Unangenehmes und Anstrengung kein Zeichen dafür, dass irgendwas falsch läuft, sondern das kann einfach bedeuten, ich gehe jetzt nicht den leichten Weg, sondern ich tue etwas, ja, was ich persönlich richtig finde und was vielleicht nicht überall anerkannt ist. Aber wenn ich für mich diese Klarheit habe, dann kann ich diesen Weg gehen. Aber das ist wahrscheinlich jetzt eine Verkürzung dessen, was wir bisher gesagt haben. Dafür hatten wir ja die ganzen fast genau. 6 Stunden jetzt. Genau. Wir haben oft das Wort Mut gehört auch, was ich sehr schön fand, zu sagen, es ist nichts für Feiglinge. Genau. Und auch zu wissen, also das ist kein Zeichen dafür, dass irgendwas schief läuft, wenn etwas wehtut. Das ist normal. Also wenn wir eine Idee davon haben, wie die Welt besser sein sollte, dann heißt das ja, irgendwas läuft falsch. Und wenn wir sehen, dass etwas falsch läuft, dann ist da Leid, dann ist das etwas, was uns traurig machen kann. Und das sind Erfahrungen, die wir akzeptieren können, die wir ins Leben einladen können, weil sie häufig authentisch sind. Schön. Wir sind am Ende angekommen der Fragen, am Ende aller Fragen für heute. Zumindest für sicherlich heute. Nicht am Ende aller Fragen, aber immerhin. Am Ende aller Zuschauerinnenfragen und Zuschauerfragen sind wir angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Fülle an Wissen und Blickwinkeln und Ideen und Anstößen, die viele jetzt sicherlich mitnehmen werden. Vielen Dank für Ihr Durchhaltevermögen und die Aufmerksamkeit für die ganze Zeit. Und auch vielen herzlichen Dank für alle Zuschauerinnen und Zuschauerfragen und für Ihr Dabeisein heute Abend an diesem dichten und spannenden Abend. Und es war mir ein großes Vergnügen, hier die Fragestellerin und die Fragenweitergeberin sein zu dürfen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen weiteren Abend, eine gute Nacht und sage auf bald. Alles Gute. Vielen Dank. Alles Gute.